Hallöchen, liebe Kaffeegäste. Wie von uns angekündigt, stellen wir euch heute die Veränderungen in den Serienpapieren vor. Und damit herzlich willkommen im Video. Jetzt wollte ich anfangen. Gut. Wir belassen es einfach dabei. genau. Ja, herzlich willkommen im Video auch nochmal von mir. Wir hatten euch ja im Sale-Video. Ich merke jetzt nämlich einfach, dass die Verlinkungen hier über dem Jonathan sind. Immer wenn es dann nämlich gespiegelt wird, das ist nämlich echt nicht so leicht hier. Genau, wir haben natürlich im Sale-Video, das würden wir euch hier auch nochmal verlinken, ja, schon angekündigt, dass wir euch vorstellen, was sich bei den Serien verändert. Also welche Papiere rausfallen, welche sich verändern und so weiter und so fort. Das ist jetzt dieses Video. Ja. Genau, das am Mittwoch rauskommen wird. Heute ist der Sonntag und zwar der vierte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jo. Bevor wir jetzt aber auf die Papiere einzeln eingehen, beziehungsweise auf die Serien, möchten wir uns auf alle Fälle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass der Sale so gut angelaufen ist. Deswegen habe ich jetzt auch gerade das Datum gesagt. Einige Papiere sind Stand heute, also 4.8. in der Früh um 9 Uhr oder so, ausverkauft. Wir Sehr haben viele von den alten sogar sehr viele von den eigentlich, ne? alten Also. ausverkauft im Shop. Im Lager liegen noch ein, zwei. Und das sind eben die Sicherheitsbestandpapiere, die wir haben. Das bedeutet also, die werden wir am heutigen Mittwoch, wo dieses Video erscheint, dann auch auflösen und ja, eben nochmal in den Shop einstellen. Das heißt, da kommen bei denen, die jetzt ausverkauft sind, nochmal irgendwas zwischen 3 und 5 Bögen. Ja, in den Shop rein. Danach ist aber wirklich Feierabend. Also danach haben wir nichts mehr. Da habe ich noch meine zwei Papiere oder so, die bei mir liegen. Das sind immer unsere Sicherheitsbestandpapiere. Wenn was ganz falsch gelaufen ist beim Genau. Bestand ermitteln und einstellen, ja. Dann ruft mich der Jonathan mal an und sagt: Konstanze, hast du von dem Papier noch was? Ist dieses Mal auch passiert, also Genau. ein Papier war einfach. Habe ich den Bestand falsch ermittelt um zwei Es Bögen? Passiert manchmal, wir wiegen die Papiere, damit man nicht so einen Stapel Papier zählen muss. Nee, ganz so viel ist es nicht. Damit man nicht so einen Stapel Papier zählen muss, das ist aber ganz schön viel. Deswegen, genau, da kommt das manchmal einfach vor. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen uns bei euch für den Sale bedanken. Der ist echt gut gelaufen jetzt schon. Ja, genau, also vielen, vielen Dank dafür, freut Genau. uns sehr. Ganz, ganz lieben Dank. Und wie gesagt, für die, die jetzt vielleicht das ein oder andere Papier noch nicht bekommen haben, schaut noch mal im Shop vorbei. Vielleicht ist es jetzt noch da oder wieder Genau. da und ihr könnt es noch ergattern. Ansonsten können wir euch vielleicht auch mit dem heutigen Video beruhigen, dass euer absolutes Lieblingspapier gar nicht rausfällt. Also, ich habe auch versucht, das so ein bisschen einzubinden, also die Lieblingspapiere von unseren Kunden nicht Die rauszukicken. haben wenig Veränderungen erhalten Genau. und wir werden einfach jetzt chronologisch anfangen. Na, eben nicht chronologisch, wir fangen rückwärts an. Also. Chronologisch heißt ja nur in der zeitlichen Reihenfolge, Ja, oder? aber eigentlich von früh zu spät. Also, wir fangen mit dem Festefeiern an. So, jetzt. Genau. Genau. Das müssen Wenn wir dann wir. nachher noch Genau. nachschauen, ob das so richtig war. Ja. Wir blenden euch hier einmal die Bilder ein, gegenüber, also neu und alt, damit ihr euch das vergleichen könnt. Wenn wir ab und zu mal zwischendurch runtergucken, liegt es daran, dass wir da quasi die. Dass wir das selber auch Genau. anschauen, den Damit wir Vergleich zwischen wissen, neu und wo. alt, damit wir wissen, über was Genau. wir überhaupt reden. Eine Sache, die wir noch vergessen haben zu sagen, ist natürlich, dass das Ganze zwar in unserer Planung jetzt wirklich so aussieht, dass es so wird, aber kleinere Änderungen an manchen Papieren behalten wir uns natürlich noch Genau. vor. Manchmal kommt einfach noch der Geistesblitz, das war gestern auch so, wir haben es gestern final besprochen, da haben wir auch noch mal Kleinigkeiten Ja. umgestellt, Und Farbnuancen ein bisschen genau. verändert. Und auch ganz großer Punkt, ich muss meine Papiere immer einmal noch Korrektur lesen lassen von allem und jedem, damit da auch ja nichts drin ist. Also trotzdem irgendwie immer was durch. Genau, das ist jetzt natürlich alles noch nicht gemacht. Also ob da jetzt Genau. sich irgendwie minimal noch was bewegt, das kann sein, aber der große Konzept ist jetzt mal das. Steht jetzt so. Grundsätzlich gilt dabei noch, dass die neueren Serien sich also weniger verändert haben und die älteren Serien zunehmend mehr. Das hat einfach damit zu Das tun, merkt ihr jetzt auch gleich an. das seht ihr jetzt auch gleich, wenn wir anfangen mit dem Feste feiern, hat einfach damit zu tun, dass Konstanze natürlich über die Zeit mehr dazugelernt hat. Oder ihr Stil sich einfach ein Stück weit mehr verändert hat. Das bedeutet einfach, dass die
alten Serien logischerweise weiter von dem jetzigen Standpunkt weg sind und deswegen sich am meisten verändert haben. Und natürlich auch, weil man, ich habe ja jetzt eine ganz andere Übersicht gehabt über, wie sich das Ganze entwickelt und welche Layouts mir gefallen, und so weiter und so fort. Da ist natürlich dann, ja, da hat man dann einfach eine schönere Übersicht und da kann man dann die neueren eher, na, das passt da eher dazu. Genau. Ja, das sieht man jetzt eigentlich am Feste feiern, Übersichtspapier auch schon sehr, sehr gut. Genau. Wirklich eine grundlegende Veränderung hat eigentlich nur das Tagpapier bekommen. Wie gesagt, wir haben da ein neues Maß angelegt. Das sind jetzt quasi etwas kleinere Tags. Jo, Genau. dadurch Also, aber auch mehr. wie Konstanze also schon gesagt hat, wenn man drauf schaut, dann sieht man auf den ersten Moment eigentlich gar keine Veränderung. Es ist alles sehr, sehr ähnlich. Nur eben die Nummer 2 verändert sich eben im Maß. Und bei den anderen Papieren ist einfach so ein kleines Resizing passiert. Zum Beispiel bei der Nummer 4 sind die Kreise etwas kleiner, Genau. damit man das besser stanzen kann. Die haben früher keinen kleinen weißen Rand gehabt beim Ausstanzen, den haben sie jetzt. Das wird quasi ein bisschen schöner. Und ja, genau, gleiches Thema. Ich habe oft in den Kreisen, habe ich das Ganze noch ein bisschen kleiner gemacht, damit es nicht ganz so riesig ist mehr. Genau, und das ähnliches Papier, also ähnliches bei diesen, ich sage jetzt mal Streupapier nenne ich die ja immer, also zum Beispiel wie die 6 und die 7. Die sind einfach ein bisschen kleiner geworden, ein bisschen näher zusammengerückt. Genau. Und dann geht es auch schon mit der Frühjahrsserie von diesem Jahr weiter, und zwar mit dem Ostergarten. Wenn man da jetzt auf die Übersicht drauf schaut, dann sieht man auch keinen großen Unterschied auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick hat sich wieder das Tagpapier verändert, also die Nummer 1. Und die Nummer 12 ist angepasst worden. Genau, also da habe ich jetzt insgesamt ein bisschen versucht, das werdet ihr auch gleich bei den anderen noch merken, dass bei den Kärtchenpapieren, da hatten wir ja oft sowohl ein quadratisches als auch ein A6-Format quasi. Ich habe das so ein bisschen vereint in das Layout von dem, was ihr schon kennt vom Feste feiern, wo eben so ein paar Geschenkanhänger drin sind, ein paar quadratische Karten, eine Slimline ist auch drin. So habe ich das jetzt dann immer einfach ein bisschen rumgeschoben. Da habt ihr einfach mehr Möglichkeiten, finde ich, und es schafft ein bisschen Platz für ein Musterpapier in manchen Serien. Genau, das werdet ihr nachher noch merken. Bei vielen Serien, wo eben zwei Kartenpapiere drin sind, ist jetzt nur noch eins drin und dafür ein Musterpapier. Das war's zum Ostergarten. Die nächste Serie ist der Winterzauber und hier sieht man gleich an der Übersicht, das hat sich schon einiges mehr geändert. Also da sieht man allein, wenn man schon so drauf schaut, Genau. gleich was. Ja, weil es so viel ist, was sich geändert hat, werde ich das jetzt so Papier für Papier durchgehen. Das wird bei den folgenden Serien auch so sein. Konstanze wird dann immer Einwürfe für die Gründe der Änderungen geben. Ja. Und da fangen wir einfach mit der Nummer 1 an. Die Nummer 1 ist gleich geblieben. Genau, also das, was früher die Nummer 1 war, ist jetzt die Nummer Genau. 5. Zum Verständnis, alle Zahlen, die ich jetzt sage, beziehen sich immer auf die alte Serie, beziehungsweise auf die alte Übersicht. Und wenn ich sag, wenn ich mich auf die Nummer Genau. der neuen Übersicht beziehe, dann sage ich die neue Nummer Genau. irgendwas. Genau. Die alte Nummer 1 ist gleich geblieben, die ist jetzt auf der neuen Nummer 5. Die Nummer 2 und die Nummer 11 sind zusammengelegt worden. Genau, die sind gepaart worden und sind jetzt in der Nummer 2. Die Nummer 3 hat ein Resizing erfahren und ist jetzt die neue Nummer 12. Die Nummer 4 ist ebenfalls eben, wie schon eingangs gesagt, ein bisschen kleiner geworden, dass die Kreise sich besser stanzen lassen. Also Ist unsere Stanzen passen da im Übrigen jetzt besser dazu als davor. Das wollte ich jetzt vielleicht nochmal einwerfen. Nicht, dass ihr Genau. denkt, oh nein, ich brauche neue Stanzen. Nein, das war eigentlich, damit es besser dazu passt und nicht schlechter. Genau. Die Nummer 5 hat ja, Hat sich hat verabschiedet. sich verabschiedet oder einen Overhaul bekommen. Also wir haben weiterhin natürlich Rot mit dabei. Das Pendant ist jetzt die neue Nummer 3. Das ist ein Schneeflockenpapier mit rotem Hintergrund. Die Schneeflocken werdet ihr echt noch richtig oft sehen. Ich habe mich sehr in das Motiv verliebt. Die gibt es noch ein, zweimal mehr. Genau. Genau. Die alte Nummer 6 hat ja ein Overhaul erfahren, nicht nur Ja. Resizing, sondern tatsächlich ein Overhaul und ist die neue Nummer Genau. 1. Da kommen eben wieder auch die Schneeflöckchen vor und die Pilze. Also es sind jetzt nur noch die Pilze. Der Hintergrund war da, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, zu Silvester ist es ein richtig, richtig schönes Motiv dann. Und ich habe insgesamt in der Serie jetzt so ein bisschen, weil wir auch ein paar Neujahrssprüche im Stempelset hatten, habe ich mich so ein bisschen mehr darauf gestützt, noch ein bisschen mehr mit den Pilzen zu machen. Ja, weil ich aber ich mag Silvester. Und ja,
deswegen da ist ein bisschen mehr Sachen, die man jetzt eben auch zu Silvester nutzen kann, dazugekommen. Dann geht es weiter mit der Nummer 7. Die hat ebenfalls bloß ein kleines Genau. Overhaul und ein Resizing bekommen Die und hat ist jetzt auf der Nummer 9 anzutreffen. ein bisschen kleinere Rehe, also die Rehe sind jetzt nicht mehr abgeschnitten an den Pfoten, das hat auch einen etwas obskuren Hintergrund, da gehe ich mal wann anders drauf ein. aber genau, die sind jetzt quasi alle, ich könnte die jetzt alle ausschneiden, also es ist kein Reh mehr angeschnitten. Genau. Die Nummer 8 verabschiedet sich ebenfalls. Dafür gibt es ein rotes Pünktchenpapier, das dann auf der neuen Nummer 10 zu finden ist. Dann, Genau, die Nummer wolltest du noch was dazu 9? sagen? Nö. Nee. Dann, die Nummer 9 ist ja das Tagpapier. Wie schon gesagt, die Tagpapiere sind resized worden. Da ist jetzt ein neues Maß drauf. Ist jetzt auf der Nummer 7 zu finden. Und dadurch, dass es jetzt ein bisschen kleiner ist, sind halt auch ein paar mehr Logisch, Motive drauf. genau. Die Nummer 10 verabschiedet sich ebenfalls und wird ersetzt durch die neue Nummer 8, was dann eben das Schneeflockenpapier in dem Genau. Blau Das wäre. ist quasi das gleiche Hellblau wie bei der alten 1, nur jetzt nicht mehr mit Pünktchen, sondern mit Schneeflocken. Ja, die alte Nummer 11 wurde ja mit der Nummer 2 zusammengelegt, das hatten wir ja gerade schon. Und die Nummer 12 verabschiedet sich, das hat auch einen Grund. Ja, im Endeffekt wird der recht klar werden, wenn wir euch die Weihnachtsserie vorstellen. Wir haben da ein bisschen eine Änderung vorgenommen, mit ja auch den Cocktailpapieren kommen wir beim endlosen Sommer dann dazu. Im Endeffekt, die fliegen nicht wirklich ganz raus, aber da gibt es quasi eine Konzeptänderung und genau deswegen hat sich dieses Papier verabschiedet. Genau, und wer jetzt ganz, ganz fleißig mitgezählt hat im Kopf, der hat herausgefunden, dass jetzt zwei neue Papiere noch fehlen. Und das ist, oh, jetzt habe ich hier Mucks gemacht, und das ist die Nummer 6, Genau, die Nummer also die 6, neue Nummer 6. genau, die neue Nummer 6, das ist so ein bisschen eine, ja, ich sage immer ganz gerne, das kann man sowohl super zum Scrapbooking verwenden, ich glaube, dass es als ein Band richtig, richtig schön wird, verwenden eben, da sind größere Motive drauf, aber auch so kleinere, wo eben so kleine Definitionen drunter stehen, kann man aber auch total schön als Geschenkanhänger ausschneiden, beziehungsweise mit quadratischen Tags, Tags sage ich schon, mit quadratischen Stanzen und dann da eben aber auch wieder recht gut Karten draus machen. Kann man eigentlich ähnlich verwenden wie unsere alten Kartenpapiere, nur ist ein bisschen lockerer und hat eben auch noch diesen Scrapbooking-Nutzen. Und neu mit dabei ist die neue Nummer 11. Genau, das war jetzt mal wirklich ein ganz neuer Versuch. Ich habe quasi mir gedacht, es wäre doch total cool, wenn man das Papier die obere Hälfte für was anderes nutzen könnte als die andere, weil ich finde, so reine Textpapiere sehen manchmal ein bisschen fad aus, wie wir in Bayern sagen. Deswegen gibt es quasi die untere Hälfte ist Text, also so ein bisschen was über Weihnachten und die obere Hälfte sind so Schneeflöckchen und dazwischen sind unsere Rehe, stelle ich mir auch zum Einbinden von Alben richtig schön vor. Genau, das war es soweit zum Winterzauber. Ich möchte noch anmerken, dass wir jetzt natürlich nicht jedes Papier komplett einzeln zeigen. Also wir machen das Ganze übersichtsweise, das habt ihr wahrscheinlich mittlerweile schon gemerkt. Liegt einfach daran, dass es das viel zu lange dauern würde, wenn wir Genau. jetzt bei jeder Serie auf jedes Papier einzeln Und eingehen. wir gehen ja dann, wenn wir es rausbringen, eh nochmal drauf Genau, ein. wenn der Relaunch dann kommt von den jeweiligen Serien, zeigen wir euch natürlich vorher auch nochmal jedes Papier einzeln. Das ist jetzt bloß, dass ihr so einen groben Überblick habt. Die nächste Serie ist das Herbstleuchten und allein an der Übersicht könnt ihr jetzt schon sehen, dass das Leuchten im Herbstleuchten jetzt etwas mehr rauskommt. Wir haben also ein paar mehr aufregende Farben mit drinnen und wirkt weniger, ich sag mal, so ein bisschen, Weniger ja. November, mehr Oktober. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Ja, es ist einfach ein bisschen farbiger. Ihr habt trotzdem noch die anderen Farben natürlich drinnen, Genau. aber ihr könnt das Ganze ein bisschen mehr variieren. Fangen wir also mal mit der Übersicht an. Die alte Nummer 1 ist ja das Tagpapier, ist überarbeitet worden. Wir haben nach den Genau. Maßnahmen, die wir jetzt hier schon hinreichend erklärt haben, ist die neue Nummer 2. Die Nummer 2 wurde zur Nummer 5, ist genau gleich Genau. geblieben. Die Nummer 3 wurde zur 6, da ist eben. Bisschen kleiner geworden, einfach von den. Also ich habe alles ein bisschen näher zusammengerückt, dass man auch kleinere Schachteln damit machen kann, weil sonst ist da immer nur so eine angeschnittene Maus mit drauf. Genau, da ist Resizing eben passiert. Die Nummer 4 ist auch geresized worden. Die Nummer 5 fällt so in der Form raus. Die Nummer
6 fällt so in der Form raus. Die Nummer 7 ist die neue Nummer 12. Die ist ein bisschen kleiner geworden. Bisschen handlicher im Format. Die Nummer 8 ist auch etwas kleiner geworden und ist jetzt die neue Nummer 11. Genau, und der Text ist weggefallen, weil mir einfach aufgefallen ist, das werdet ihr bei diesen, wo ihr so Ausschneidebögen, ich habe mir ein bisschen angeschaut, auch als ich die Serien überarbeitet habe, was ihr denn wie verarbeitet. Und mir ist dabei einfach aufgefallen, dass die allermeisten von euch die Sachen einfach ausschneiden und gar nicht mit dem Text ausstanzen. Und dann war da immer auf manchen Pilzen Text drauf, dadurch konnte man die schlechter verwenden. Deswegen hat sich der Text verabschiedet. Die Nummer 9 ist geblieben und die neue Nummer 3 geworden. Die Nummer 10 ist die neue Nummer 7. Da ist eben auch einfach ein Resizing passiert. Die Nummer 11, jetzt musst du mir kurz helfen. Ist die Nummer, ist quasi wieder die neue Nummer 9, gleiches Layout wie bei den Festefeiern mit so verschiedenen gemischten Kartengrößen. Genau. Und die Nummer 12 ist rausgefallen. Ja, wobei man da vielleicht argumentieren könnte, ist jetzt so ein bisschen die neue 1. Genau. Also, wer jetzt wieder mitgezählt hat, der weiß, dass jetzt noch 3 abgehen. Und zwar die Nummer 12, wie du schon gesagt hast, könnte man als neue Nummer 1 argumentieren. Und dann fehlen noch 2. Und das ist die neue Nummer 8. Das ist einfach ein bisschen ein aufregenderes Oliv, sage ich mal. Der passt auch super zu den Wintermäusen. Passt super zu den Wintermäusen und super zu dem olivgrünen Band, was wir ja beim Herbstleuchten mit dabei haben. Genau. Und dann gibt es noch die neue Nummer 10. Ja, das ist so ein gedecktes Orange, würde ich mal sagen. Ist total schön, finde ich, zu diesem Kürbis-Herbst-Thema. Und ihr merkt es vielleicht jetzt auch in den folgenden Serien. Mir gefallen einfach diese Vollfarbdrucke auf unserem neuen Papier unglaublich gut. Das ist richtig, richtig schön. Deswegen haben sich da etwas mehr eingefunden, als ursprünglich drin waren. Genau. Soweit so gut zum Herbstleuchten. Und damit haben wir es schon bis zum endlosen Sommer geschafft. Und wenn ihr euch die Übersicht anschaut, dann merkt ihr, auf den ersten Blick ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Auf den zweiten Blick schon. Und zwar ist das Rosa, das leichte Rosa aus dem Papier Nummer 9 jetzt etwas mehr vertreten in der ganzen Serie. Das liegt einfach daran, dass das so ein bisschen dranhing, ne? Das war so ein bisschen einsam. Es kam auf jeden Fall drin vor, aber nur so verstreut. Ich habe jetzt dadurch, dass wir mehr Tags haben ja in dem Tagpapier, einfach die Möglichkeit gehabt, das ein bisschen mehr einzuarbeiten, weil es einfach so mit diesem Blau auch unglaublich gut harmoniert. Die Chance musste ich einfach nutzen. Es ist jetzt weniger alleine, hängt weniger alleine rum mit der Nummer 9, sondern es ist jetzt einfach ordentlicher eingebunden in der Serie und macht das Ganze damit ein gutes, harmonischer. Dann fangen wir mal an mit den Einzelübersichten. Also, die Nummer 1 wurde zur Nummer 2 eben geresized und angepasst. Die Nummer 2 ist jetzt die neue Nummer 1, geresized und angepasst. Das werde ich jetzt noch sehr oft sagen wahrscheinlich. Die Nummer 3, der ist das gleiche widerfahren, das ist auch die neue Nummer 3. Bisschen schlanker geworden. Bei der Nummer 4 dasselbe Spiel. Die Nummer 5. Wobei sich da ein paar Motive getauscht haben, ein bisschen die Anordnung auch geändert hat. Also Detail sind sie anders. Ja. Genau. Die Nummer 5 hat sich auch ein wenig verschlankt und jetzt ist jetzt auf der neuen Nummer 8 zu finden. Genau. Und die Nummer 6 hat Die Kleckse ein bisschen weniger. Genau, das hat im Hintergrund paar Kleckse verloren. Wenn ihr welche haben wollt. Da hat es nicht, die sind kleiner geworden. Oder kleiner geworden. Das sieht man jetzt in der Übersicht, genau. Das ist jetzt so ein bisschen. Ja. Ihr seht jetzt nicht, was der Jonathan macht, aber er hat das Tablet so vor seine Nase genommen. Ich sehe es in der Übersicht nicht. Genau. Aber es ist da. Wenn ihr mehr Kleckse haben wollt, könnt ihr natürlich selber immer welche drauf machen. Und habt aber gleichzeitig, wenn ihr keine wollt oder weniger wollt, weniger. Dann die Nummer 7. Die wurde angepasst und ist jetzt die Nummer 10, hat sich relativ stark verändert. Ja, genauso eigentlich wie schon vom Winterzauber habe ich da das gleiche Layout genutzt. Wie gesagt, ich merke mal auch, dass die Serien insgesamt ein bisschen homogener geworden sind. Also die gleichen Layouts findet ihr öfter in den Serien jetzt wieder. Das wird auch wahrscheinlich erstmal so bleiben, bis ich wieder eine Sinneswandlung habe. aber erstmal bleibt es so, genau. Ja.
Die Nummer 8 fällt in dieser Form raus. Die Nummer 9 ist auch angepasst worden, ist weiterhin die Nummer 9, ist Ja. also alles die Hat Motive. aber ein anderes Mut, also der Koffer, nee, was ist weg? Eine Sache habe ich, genau. Das eine Eis habe ich getauscht gegen so eine rosa Lotionsflasche im Streu. Wird jetzt die meisten nicht interessieren, aber mir hat die besser gefallen. Genau. Die Nummer 10 ist rausgefallen. Genau. Die Nummer 11 ist in der Form auch rausgefallen, ist aber durch die Nummer 12 ersetzt. Da müssen wir jetzt ganz kurz drüber reden, Genau, weil bevor sonst. alle schreien, nein, wieso ist das Cocktailpapier weg? Also ganz wichtig für alle Cocktailpapierliebhaber jetzt dieses Segment Das Segment hier. ist jetzt ganz wichtig. Es wird diese Cocktailrezepte und Anleitungen weiterhin geben. Es ist bloß nicht mehr in der Serie drin, weil wir gesagt haben, wir lagern das auf A4-Papier aus Genau. und werden da dann eben, ich glaube, drei Bögen, lass mich lügen, Genau, drei drei Bögen Bögen. A4, A4 Rezepte pro Bogen Das heißt, die ganzen veröffentlichen. Cocktailpapierliebhaber können jetzt einmal ganz tief durchatmen. Es gibt sogar, weil wer jetzt auch mitgerechnet hat, der weiß, dass vier Rezepte auf dem eigentlichen Bogen war und nee, sechs Rezepte auf dem eigentlichen Bogen war und vier Rezepte habt ihr dann in den Goodies dazu bekommen. Und jetzt geht aber auf so ein A4-Papier vier Rezepte drauf. Und wenn wir drei davon haben, heißt es, es gibt zwei neue. Genau, also da wird es zwei neue geben Genau. und gleichzeitig ist aber die neue Nummer 12 aus meiner Sicht und auch aus Konstanzes Sicht sinnvoller, weil man dann eben die Möglichkeit hat, diese Cocktails in kleiner auch Genau. auszuschneiden und auf Karten Ja. oder Alben oder was auch immer draufzusetzen. Theoretisch könnt ihr da eure eigenen Rezepte draus schreiben, ihr könnt einen Geschenkanhänger machen, ihr könnt, ne, da könnt ihr. Das ist einfach so ein Ausschneidepapier, wieder wie jetzt die, eigentlich wie die 7 hier auch. Die alte, ne, die neue 7, die alte 12. Da könnt ihr ausschnippeln und genau. Also es ist. Die alte 12 ist auch ein gutes Stichwort. Das ist nämlich das letzte Papier, über das wir jetzt noch nicht geredet haben aus der alten Serie. Das ist einfach resized worden, ein bisschen angepasst. Die Schrift wieder Schrift weg, ist genau. verschwunden und jetzt auf der Nummer 7 zu finden. Wer mitgezählt hat, hat wieder herausgefunden, dass jetzt noch zwei Stück fehlen. Das ist auch für mich ein Gedankenexperiment. Ich habe mir das vorher nicht aufgeschrieben. Mal schauen, ob ich es irgendwann mal nicht hinbekomme, das Ich gebe mitzuzählen. Ihnen dann so einen Rempler unterm, wollte gerade sagen, unterm Tisch, aber wir haben hier keinen. Neu ist da nämlich die Nummer 5. Die springt einem auch so gleich ins Auge. Also die neue Nummer 5. Ja. Das ist einfach dieses ja, wellige Karo mit eben diesem Limettengrün. Also nochmal ein bisschen mehr Grün, nochmal ein bisschen intensivere Farbgebung in der Serie. Und die neue Nummer 11. Das ist auch ein Wellenkaro, aber mit weißem Hintergrund und blauen Wellen. Genau, also eigentlich, ich sage immer ganz gerne, wenn man die 11 und die 8, also die neue 11, die neue 8 zusammensetzt, hat man ein weißes und ein blaues Papier, weil das ist, Zusammensetzt und dann wieder genau, auseinandernimmt. zusammensetzt und dann wieder auseinander nimmt. Ich glaube, ihr habt mich schon verstanden. Dann, Genau. das war, Das war's dann auch zum endlosen Sommer. ja, und jetzt kommen wir dann langsam aber sicher mit den Frühlingshasen zu den Serien, bei denen es richtig knallt in der Veränderung. Da hat sich einiges getan. Gehen wir mal im Einzelnen drauf ein. Wir fangen mit der Nummer 1 an. Die gibt es in dieser Form nicht mehr. Genau, hat sich quasi gepaart zusammen mit der Nummer 11 wieder und ist in die neue Nummer 11 gegangen. Genau, also auch hier, wir haben es eingehend ja schon gesagt, die Kartenpapiere sind na, eigentlich alle zusammengelegt worden, wenn es zwei gab, in ein Format. Die Nummer 2 fällt in dieser Form raus. Die, wolltest du was Ja, sagen? fiel mir ein bisschen schwer. Weiß auch, dass es da vielleicht das eins der Papiere ist, wo es ein bisschen Protest gibt. Aber es hilft nichts. Ich glaube, wir haben gute Alternativen Ja. gefunden. Die Nummer 3 hat ein Resizing erfahren und ist jetzt auf der Nummer 2. Die Nummer 4 hat ein Resizing erfahren und bleibt die Nummer 4. Da sieht man aber auch gleich schon in der Übersicht, dass sich ein bisschen was verändert hat, an dem Viererpapier auch. Genau, da sind die Motive ein bisschen getauscht worden und ja, wie gesagt, ein bisschen kleiner für besseres Genau. Ausstanzen. Die Nummer 5 hat sich ein wenig verkleinert und ist auf der Nummer 3 zu finden. Die Nummer 6 ist in dieser Form rausgefallen. Die Nummer 7 ist in der Form auch rausgefallen. Die Nummer 8, das Tagpapier, naja, beziehungsweise das war ja nicht direkt ein Ja, Tagpapier, aber das ist jetzt ein Tagpapier. das war so der Vorläufer von dem, was dann das Tagpapier geworden ist. Also
Genau. Endlosen Sommer war ja unser allererstes Tech-Papier und das war so ein bisschen die War eben hier die Nummer 8, die jetzt. Komische Cousine, von dem wir nie reden. Die ist jetzt auf der Nummer 1 zu finden. Also als jetzt Genau. angepasstes Tech-Papier. Die Nummer 9 ist in der Form rausgefallen. Die Nummer 10 ist überarbeitet und jetzt auf der Nummer 9 zu finden. Die Nummer 11, haben wir ja schon gesagt, ist mit der Nummer 1 zusammengelegt worden und ist auf der 11. Und die Nummer 12 ist auch ein bisschen angepasst und auf der Nummer 7 zu finden. Und wenn ich jetzt richtig gezählt habe, das finden wir aber gleich raus, weil wir es ja durchgehen müssen, sind jetzt 5, 6. 6. 6. Schauen wir mal. 6. Fangen wir mal an. Und Nee, zwar, 5, du hast recht. genau, dachte ich mir nämlich. Okay. Wenn wir. Das, Jetzt habe ich ihn jetzt hast du mich voll rausgefunden. rausgehört. Jetzt fangen wir einfach da mal kurz damit an. Und zwar, ich denke, das erste ist die neue Nummer 5. Und zwar ist es. Greift jetzt das Blau aus der Serie, das Eisblau, ein bisschen mehr auf und hat jetzt hier eben Schmetterlinge sind da drin. Nee, Herzen, Entschuldigung. Herzen. Kleine Schmetterlinge Herzen. kommen wir erst dazu. Kleine Herzen sind da jetzt drinnen Genau. und hat eben so ein schönes Muster. Dann neu mit dabei ist die Nummer 6. 6. Da sind jetzt die Schmetterlinge drauf. Ja. Wir hatten ja schon auch davor so ein paar vereinzelte Schmetterlinge in den Papieren drin. Ich bin da jetzt ein bisschen mehr drauf eingegangen, weil ich die eigentlich super, super schön finde und das einfach ein, ja, super schönes Motiv finde. Vom Ding her einfach und habe mir gedacht, oh, das ist eigentlich eine verpasste chance, da nicht mehr damit zu machen. Wir haben auch dadurch das Blau von dem Band wieder ein bisschen mehr mit eingebunden. Also mit der Nummer 5 und mit der Nummer 6, wir haben ja auch Shaker, Schmetterlinge in den Frühlingshasen drinnen, ist das eben auch nochmal ein bisschen, ja, ich sage mal einfach ein bisschen. Man erkennt das jetzt als Gesamtserie wieder ein bisschen besser. Genau, wir haben einfach das Serienkonzept letztendlich ein bisschen stärker durchgesetzt. So kann man es wahrscheinlich am besten umschreiben. So, das sind die ersten zwei neuen Papiere. Das nächste neue Papier ist die Nummer 8. Hier kriegt ihr das Grün aus der Serie als Pünktchenpapier. Geht ein bisschen in die Richtung vom Feste feiern. Da ist ja auch so ein, falls mich jetzt nicht alles täuscht, grünes Pünktchen. Nee, haben wir nicht grüne Pünktchen. Ja. Geht ein bisschen in die Richtung, ist aber etwas bläulicher vom Unterton her. Passt natürlich auch besser dann hier in die Genau. Serie Frühlingshasen. Das nächste neue ist die neue Nummer 10. Und das könnte man so ein bisschen als Nachfolger von der alten Nummer 2 sehen, ist aber anders gefärbt und hat eben diese Linien Genau. mit, was ist da drauf? Herzchen. Auch Herzchen. wieder. Genau, das, ich habe mir gedacht, so ein bisschen. Jetzt war nicht typisch Valentinstagsfarben, aber Valentinstagsmotive. Und Herzchen finde ich gehen sowieso immer. Deswegen, ja. Dann. Die Nummer 12. Das ist eigentlich die 7 und dann wären es nämlich 6 Eigentlich die Nummer gewesen. 7. Nee, dann wären es 4 Ja, gewesen. dann wären es 6 gewesen. Nein, weil dann die 7 ja nur angepasst worden Ach so. wäre und auf der 12 wäre, dann wären es nur 4. Aber ich habe vorher gesagt, dass die 7 Ja, rausgefallen wir haben ist. ja gesagt, wir verzeihen Du hast dich verzählt. Das möchte ich jetzt hier schon, Okay, ich werde mich verzählen. dass die Verwirrung von deiner Seite kam. Nee, und das ist also das fünfte neue Papier. Und ja, da ist es. Man könnte es als die 7 angepasst sehen. Ja, das Motiv kennt ihr an sich schon, dieser Aquarellstreif, also Genau. dieses Aquarell-Karo ist es ja dann. Andere Farbe, kleinere Größe. Genau. Und last but not least sind wir jetzt bei den Wintermäusen angekommen. Es ging eigentlich doch ganz fix. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Aber ihr könnt ja jederzeit das Video pausieren und dann ganz in Ruhe nochmal einen Blick drauf Genau. werfen. Starten wir los. Da ist jetzt wirklich viel anders. Also Ja. noch mehr. Starten wir los mit der Nummer 1, die als Kartenpapier mit der Nummer 11 zusammengelegt worden ist. Genau, also und jetzt in der neuen Nummer 1 nach wie vor zu finden ist quasi. Genau, dadurch fällt also die alte Nummer 11 quasi raus und die Genau. Nummer 1 auch, aber es fällt insgesamt ein Papier weg. Dann kommen Nummer wir zu Nummer 2. ist geblieben, wo sie ist, aber ist kleiner geworden. Ist geresized worden. Gleiches gilt für die Nummer 3, die ist jetzt auf der neuen Nummer 10 zu finden. Die Nummer 4 hat ebenfalls Resizing und leichte Anpassungen in den Motiven erfahren und ist weiterhin die Nummer 4. Bei der Nummer 5 ist dieser ganze Kranz eben perspektivisch größer geworden. Das heißt, dass auf dem Papier er kleiner wirkt.
Genau, also auf Deutsch gesagt, es sind jetzt ein bisschen mehr Zweige drin. Dadurch ist er ein bisschen, wirkt er ein bisschen voller und nicht mehr ganz so durcheinander. Ich fand, der wirkte immer sehr, ja. Genau. Und außerdem ist im Hintergrund ist die Genau. Schrift und die Spritzer sind eben weggefallen. Er ist einfach insgesamt ein Hat, hat, bisschen sauberer. genau, hat trotzdem noch natürlich Streusel, aber kleiner und nicht so aufdringlich. Die Nummer 6 ist in dieser Form weggefallen. Die Nummer 7 hat ein Resizing erfahren und ist weiterhin die Nummer 7. Die Nummer 8 ist rausgefallen. Die Nummer 9 ist tatsächlich unverändert, jetzt aber die neue Nummer 8. Das einzige Papier, das ich wirklich so genommen habe, wie es ist, und in die Wintermäuse gepackt habe, weil ich wusste, dass mir alle den Kopf abreißen, wenn ich das anfasse. Die, naja, Ja, doch, so ein man bisschen. muss es ja nicht ändern, wenn es nicht kaputt ist. Dann bei der Nummer 10 ist ebenfalls Resizing eben passiert und ist jetzt bei der Nummer 12 zu finden. Die Nummer 11, haben wir schon gesagt, wurde mit der Nummer 1 zusammengelegt. Und die Nummer 12 hat sich ja relativ stark verändert, ist ein gutes kleiner geworden und ist jetzt auf der Nummer 6 zu finden. Und jetzt fällt mir auf, dass sich die Frühlingshasen tatsächlich vom Papiercount alleine her mehr verändert haben, weil hier jetzt nach meiner Zählung nur drei neue Papiere dabei sind. So richtig neu. Warte mal. Nee. Eins, zwei, drei, Drei. vier, drei. Drei. Drei, ja. Und zwar die Nummer 3. Da habt ihr jetzt eben die schon angesprochenen Schneeflocken nochmal in dem Braun der Wintermäuse. Passen auch super zum Winterzauber in dem Farbton und auch zu unserer neuen Weihnachtsserie, die ihr noch nicht kennt, aber ich schon. Genau, dann ist noch neu mit dazugekommen. Da muss ich kurz schauen, welches das nächste Die ganz Nummer neue ist. 9, also die Tagpapier ist Das ja auch. Tagpapier, genau, das gab es nämlich bei den Wintermäusen noch überhaupt nicht. Das ist jetzt hier einfach neu mit dabei. Und dann noch die Nummer 11. Genau. Das ist wieder eben dieses Scrapbooking-Slash-Kärtchen-Papier. Da könnt ihr quasi einmal ausstanzen, aber ihr könnt auch Alben einbinden. Also das ist immer ein so großes Motiv in der unteren rechten Ecke. Und dann sind so kleine Papiere mit so Definitionen und Text gestreut im Hintergrund. Genau. Ja, das war jetzt ein ganz schöner Marathon. Jo. Ich hoffe wirklich inständig, dass es nicht zu schnell war oder zu langweilig oder was auch immer. Wie schon gesagt im Video, wenn ihr es euch in Ruhe anschauen wollt, dann pausiert das Video, wenn die Übersichten zu sehen sind und spart euch unser Gerede. Wenn ihr unsere Anmerkungen dazu hören wollt, dann schaut euch das Video gerne an natürlich. Jo. Jetzt ist eh schon zu spät, weil jetzt seid ihr schon am Ende angekommen. Eigentlich bleibt uns nur noch, uns ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Entschuldigung. Ja, alles gut, sag Wir durch. möchten auch natürlich fragen, wie euch die Änderungen gefallen. Ja. Gibt es Sachen, wo ihr sagt, oh, das geht überhaupt nicht? Gibt es Sachen, wo ihr sagt, das freuen wir uns total drauf? Ist Da es würde ich euch. jetzt gleich zwei Aufgaben mitgeben. Das war nicht, was ich sagen wollte. Zwei Sachen. Schreibt uns bitte einmal euer Lieblingsneues Papier in die Kommentare. Also das, wo ihr jetzt sagt, boah, da freue ich mich am allermeisten drauf. Also Serie und Nummer quasi von dem neuen Papier dann. Und euers, wo ihr sagt, oh, das ist rausgefallen, das finde ich richtig schade. Das ärgert mich. Die zwei Sachen hätte ich gerne. Das würde mich total interessieren. Genau, das wäre wirklich cool, wenn ganz viele Leute da das beste neue Papier schreiben würden und das, was sie am blödsten finden, was rausgefallen ist. Genau. Einfach für uns auch so ein bisschen als Insight, dass wir so ein bisschen Feedback bekommen dazu noch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen, liebe Kaffeegäste.